Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Wir werden zusammen die Sims 4 Highschool-Jahre spielen. Und Leute, ich freue mich so sehr auf dieses Let's Play. Ich habe in euren Kommentaren gelesen, dass ihr euch auch super darauf freut. Ich habe tatsächlich mit den Teenies, mit denen wir jetzt dieses Let's Play spielen werden, in einer anderen Challenge schon mal gespielt. Es ist aber trotzdem überhaupt nicht schlimm, wenn ihr jetzt ganz neu seid. Ihr kommt super schnell in die Story rein und ihr werdet die Charaktere der beiden super schnell verstehen. Wahrscheinlich jetzt gleich, wenn ich euch die beiden vorstelle schon. Darum ist es, wie gesagt, auch echt gar kein Problem, falls ihr hier neu seid. Ihr kommt super schnell in alles rein. Falls ihr die Story von der Mutter der beiden Mädels doch sehen wollt, verlinke ich euch das sehr gerne einmal oben. Dann könnt ihr euch dort die ganze Story von Luna, also der Mutter von den beiden Mädels eben einmal anschauen, wenn euch das interessiert. Wenn nicht, wie gesagt, gar kein Problem. Schaut gerne erstmal dieses Let's Play und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr dann immer noch bereit seid für ein Hexen-Let's Play, denn das ist das, was ich vorher gespielt habe. Ja, die zwei Mädels sind bisher in meiner Story damals sehr vernachlässigt worden. Also ich habe mit denen eigentlich fast noch gar nicht gespielt. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir jetzt wirklich den Fokus auf die zwei legen werden, dass wir jetzt mit Isara und Ophelia, so heißen die zwei nämlich, dieses Highschool-Let's Play uns anschauen. Ich habe gestern schon super viel Zeit investiert und habe die zwei umgestylt und habe das Haus für die gebaut und so. Ich werde euch jetzt aber erstmal die zwei zeigen und wenn ihr dann neu seid, dann könnt ihr euch jetzt erstmal ein Bild von den beiden machen und seht dann, wer jetzt in diesem Let's Play hier unsere Hauptrolle spielen wird. Ja, und wir fangen hier einmal an mit Isara. Isara ist leidenschaftliche Gamerin, wie man hier sehen kann. Also sie, man sieht den Fernseher nicht. Eigentlich hängt hier ein Fernseher, aber ja. Sie spielt gerade ein Spiel auf ihrer Spielekonsole, hat hier noch einen PC stehen und ja, also sie zeichnet super gerne, ist so ein bisschen in ihrer eigenen Welt. Sie mag es nicht so gerne, mit vielen Menschen zusammen zu sein. Also sie ist eher so Typ Einzelgänger. Dafür ist sie aber ziemlich schlau und sie liebt Programmieren, Zeichnen und Zocken. Das sind so ihre Hobbys. Das macht sie am allerliebsten und ja, also sie ist, wie gesagt, eine sehr in sich gekehrte Person, hat nicht wirklich Bock auf viele soziale Kontakte, ist sehr gerne alleine. Ja, so, das ist erstmal unsere Isara. Dann haben wir hier noch Ophelia. Ophelia ist Isaras Zwillingsschwester und die Leute, die Lunas Legacy geschaut haben, werden Ophelia höchstwahrscheinlich nicht wiedererkennen. Ophelia hat sich nämlich die Haare gefärbt, hat Extensions in den Haaren und ist so auf dem Weg, ja, eine Beauty-Influencerin zu werden. Zumindest wünscht sie sich das zu werden. Wahrscheinlich wird sie es nicht, aber auf jeden Fall eifert sie ihren Vorbildern sehr nach. Sie möchte unbedingt, ja, sehr viel Anerkennung durch ihre Freunde haben, möchte sehr erfolgreich auf Sozialhase oder wie diese neue App da heißt, sein. Und ja, also das ist, also die zwei sind wirklich sehr unterschiedlich. Ophelia sucht wirklich sehr die Anerkennung von anderen. Isara ist das ziemlich egal. Also sie ist hauptsächlich in erster Linie gerne alleine und ja, ist so zufrieden. Ja, dann haben wir noch Luna. Luna ist die Mutter der beiden und die Protagonistin aus meinem vorherigen Let's Play. Also mit Luna habe ich mein letztes Let's Play angefangen. Luna hat sich auch ziemlich verändert für die, die Lunas Legacy geschaut haben. Luna hat jetzt gerade hier schon ein Mittagessen zubereitet, denn sie versucht im Moment wirklich, ja, die Fehler aus der Vergangenheit auszubügeln. Luna hat ihre Kinder eine ganze Zeit lang ziemlich vernachlässigt, was sie jetzt im Nachhinein sehr leid tut. Deswegen versucht sie jetzt wirklich gerade eine gute Mutter zu sein, versucht für ihre Kinder da zu sein, hat jetzt gerade hier das Mittagessen auf den Tisch gezaubert und versucht jetzt wirklich einfach hier in Copperdale, wo wir uns befinden. Wir haben hier einen wunderschönen Ausblick auf den Markt, versucht hier ein ganz normales Leben mit ihren Töchtern zu führen. Ja, ich würde sagen, ich drücke jetzt mal auf Play und gucken einfach mal, was die jetzt alle so machen. Isara ist, glaube ich, jetzt immer noch hier, genau, sie ist immer noch am Spielen. Und Ophelia macht weiter ihre Yoga-Übungen, genau. Wir werden in diesem Let's Play auf jeden Fall mit den beiden in die Schule gehen, werden uns das Ganze dann anschauen. Ich hatte für Isara schon für Ophelia überlegt, dass sie eventuell dann auch Cheerleaderin wird, weil ich finde, das würde richtig gut zu ihr passen, dass sie halt so im Vordergrund dann steht, dass sie ja da auch so ein bisschen Anerkennung wahrscheinlich für ihre Leistung bekommt und so. Isara kann ich mir sehr gut in diesem Computerclub vorstellen. Ich muss mal gleich gucken. Ich glaube, man kann auch jetzt schon den außerschulischen Aktivitäten beitreten. Isara ist außerdem ziemlich schlau. Also ich kann euch ja auch die Merkmale mal zeigen. Habe ich erwähnt, dass sie alle Hexen sind? Ich glaube nicht, ne? Also in meinem letzten Let's Play habe ich ja mit Luna gespielt und da ging es eben um die Magie. Okay, Stella ist die Mutter von Luna, was man ihr nicht ansieht. Sie sieht sehr jung noch aus. Also müssen wir mal gucken, dass wir Stella vielleicht auch nochmal ein Umstyling geben. Also Stella möchte gerne mit Luna plaudern. Das kann sie natürlich tun. Auf jeden Fall ging es in meinem letzten Let's Play eben um diese ganze Magiegeschichte. Luna ist mittlerweile auch eine Virtuosin. Die Magie wird allerdings absolut nicht im Vordergrund stehen. Also die drei sind zwar Magier, aber das ist so eine Art Familien.
Geheimnis, was keiner so richtig anspricht und keiner traut sich so richtig darüber zu reden, weil da sehr viele schlimme Dinge in der Vergangenheit passiert sind, die aber für dieses Let's Play jetzt erstmal nicht unbedingt relevant sind. Wenn das irgendwann mal relevant sein sollte, dann werde ich euch da auf jeden Fall informieren, wie gesagt, falls ihr das Lunas Legacy Let's Play nicht geschaut habt. Also jetzt erstmal geht es wirklich um das ganz normale, oh, Stella hat pikanten Tratsch über Ophelia verbreitet. Okay, Ophelia hat anscheinend schon auf Sozialhase einige Dinge gepostet, die ihre Oma dann gesehen hat. Und das muss sie jetzt erstmal hier Luna weitergeben. Ja, wir haben jetzt gerade Montag 15 Uhr. Die drei sind jetzt hier eingezogen und haben bisher eben die Highschool noch nicht besucht, logischerweise, weil sie jetzt eben erst eingezogen sind. Und das werden wir dann aber morgen machen. Ich weiß noch nicht so richtig, Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr mir das mal sagen. Ich hatte Ophelia erst so eingeschätzt, dass sie wirklich super, super, super gut in der Schule ist, dass sie wirklich den Fokus so sehr darauf legt, dass sie richtig gute Noten hat. Ich weiß aber im Moment noch gar nicht, ob ich das wirklich so spielen möchte. Also so von ihrem Charakter, den ich ihr jetzt gegeben habe, weiß ich gar nicht, ob sie da so unbedingt den Fokus drauf legt, auch wenn sie ein Genie ist. Also ich habe euch jetzt gerade eben die Merkmale kurz gezeigt. Sie ist ja ein Genie und sie ist Einzelgängerin und durch dieses Genie-Merkmal hatte ich halt erst überlegt, dass sie dann super gut ist in der Schule. Aber vielleicht ist ihr das auch, also es gibt ja super viele Menschen, die einfach nur faul sind, ja, die super schlau sind, aber einfach nur faul sind, keinen Bock auf Hausaufgaben haben und so weiter und dadurch dann gar nicht so gute Noten haben, wie sie eigentlich haben könnten, wenn sie sich ein bisschen anstrengen würden. Ich könnte mir bei Isara tatsächlich auch vorstellen, dass sie so in diese Richtung geht, dass sie halt eigentlich könnte, aber es nicht will, weil sie einfach zu faul ist, weil sie keinen Bock hat, ihre Hausaufgaben zu machen, weil sie vielleicht doch irgendwie, ja, wir können auch mal gucken, was hier, was wir hier vielleicht den beiden für Merkmale geben, für Bestreben geben können. Das habe ich nämlich auch alles noch nicht eingestellt. Hier gibt es ja diese neuen Teenager-Bestreben und zwar Drama-Lama, zielorientiert, intensives Leben und bewunderte Ikone. Bei Ophelia fände ich bewunderte Ikone sehr, sehr passend, aber bei Isara bin ich mir tatsächlich mittlerweile gar nicht so sicher. Ich hatte erst wirklich gedacht, zielorientiert, aber vielleicht nehmen wir auch tatsächlich irgendwie, ja, wobei intensives Leben, ich weiß es nicht. Da könnt ihr mir mal schreiben, was ihr darüber denkt, ob ihr denkt, dass Isara gute Noten haben wird und sich auch anstrengt in der Schule oder ob sie halt wirklich eher so ihren Hobbys, wie jetzt hier mit dem Zocken und dem Zeichnen und so nachgeht und dann vielleicht einfach auch gar nicht so wirklich Lust hat auf die Schule. Ophelia wird ihr Bestes geben, denke ich, aber es wird ihr halt nicht so leicht fallen, denke ich, wie ihrer Schwester, weil Isara könnte halt einfach die beste Schülerin der ganzen Klasse sein, wenn sie wollte, aber wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie dann vielleicht da einfach ja nicht so viel Zeit investiert und wie gesagt, Ophelia möchte gerne einfach auch schon allein aus Anerkennungsgründen sehr gut in der Schule sein, aber vielleicht ist es für sie auch einfach dann gar nicht so leicht. Ja, das ist jetzt erstmal der Plan, Leute. Wir werden dann morgen, wie gesagt, das erste Mal in die Schule gehen. Ich bin super gespannt, Leute. Wie gesagt, das ist für mich jetzt auch das erste Mal. Ich habe gestern noch gar nicht gespielt. Ich habe erstmal das ganze Haus hier eingerichtet. Ich kann euch das auch mal zeigen. Das habt ihr ja auch noch gar nicht gesehen. Hier im Garten so ein paar Beschäftigungsmöglichkeiten. Ich habe hier einiges aus diesem kleine Camper-Set eingebaut, was ich richtig süß fand hier mit so einer Leinwand und so. Ob das jetzt für Teenager so cool ist, weiß ich nicht. Aber ich fand es eigentlich ganz süß, die Vorstellung, dass sie dann hier mit ihren Freunden sitzen und vielleicht hier einen Film anschauen. Wir haben übrigens eine Katze, Salem. Ich weiß nicht so genau, Leute, wie alt Salem mittlerweile ist, weil Salem haben wir einfach schon super, super lange. Salem hat Luna, also Luna hat Salem damals gefunden, kurz zu, also, okay. Also das ist Vincent, Leute. Ist ja eigentlich ganz schön, dass ihr jetzt direkt hier im ersten Part mal alle Leute kennenlernt. Vincent ist der Vater von Ophelia und Isara. Vincent hat aber eigentlich nie wirklich eine große Rolle gespielt, weil er, ja, also Luna und Vincent haben sich damals getrennt. Ich will das jetzt nicht zu sehr ausführen, weil sonst ist es für die Leute, die Lunas Legacy geschaut haben, halt einfach super langweilig. Vincent und Luna sind auf jeden Fall getrennt. Schon sehr, sehr früh haben sie sich getrennt. Das heißt, die Mädels haben eigentlich jetzt nicht so unfassbar viel Kontakt zu ihrem Vater. Aber ich finde es süß, dass er jetzt anruft und fragt, ob Ophelia mitkommen möchte, aber Ophelia wird jetzt sagen, nee, Dad, ich habe morgen meinen ersten Schultag und da habe ich jetzt gerade gar keine Zeit, auf irgendein Festival zu gehen. Ich muss hier meine Yoga-Übungen zu Ende machen, das ist super wichtig und ja, genau, also deswegen wird sie dann jetzt gerade gar keine Zeit haben, mit ihrem Vater was zu unternehmen. Ich hatte übrigens gesehen, und das ist vielleicht für die ganz interessant, die Lunas Legacy geschaut haben, und zwar ist Vincent mittlerweile verheiratet mit
Paris Deng, also ein Mann. Ich finde es sehr spannend, dass er jetzt einen Mann geheiratet hat, weil das kann natürlich, also er ist damals fremdgegangen, als er mit Luna zusammen war. Vielleicht war das auch einfach nie so, dass er sich in Frauen so sehr verlieben konnte, weil er einfach schwul war und es nicht zugeben wollte. Das kann ja gut sein, ne? Also, dass er einfach auf Männer steht, was ich richtig cool finde, dass er dann jetzt endlich dazu steht und ja, seinen Geliebten hier geheiratet hat. Finde ich richtig süß. Ja, ich glaube, Leute, ich werde jetzt diesen Tag noch so ein bisschen vorspulen. Werde die drei alle so ihren Kram machen lassen und dann werden wir uns morgen wiedersehen zum ersten Schultag, weil das ist ja das, worauf wir jetzt alle warten. Okay, es ist der nächste Tag. Isara hat sich jetzt gerade hier direkt erstmal an den Computer ihrer Mutter gesetzt, was vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Idee ist, Isara, weil das ist nämlich nicht dein Computer. Ophelia dagegen ist direkt erstmal eine Runde joggen gegangen. Irgendwie kann gerade niemand diese Katze füttern. Kann mal bitte jemand die Katze füttern? Die Katze ist nämlich sehr traurig. Auf jeden Fall, Leute, ist heute der erste Schultag und ich freue mich so sehr darauf. Wir kriegen jetzt gerade hier die Benachrichtigung, Schau- und Teetreff vorbei. Im Second-Hand-Laden sind soeben neue exklusive Dinge eingetroffen. Denk daran, heute hier, morgen weg. Lass dir die Gelegenheit nicht entgehen. Und das machen wir auf jeden Fall nachher, dass wir auch mal in diesen, also ich hoffe, dass wir das nachher noch machen, weil ich nehme schon wieder eine ganze Zeit auf. Ich kann das aber nicht so richtig einschätzen, wie lange der Part dann ist, weil jetzt die Nacht werde ich ja rausschneiden und so. Aber ja, auf jeden Fall werden wir nachher noch in die Schule gehen und gucken uns das Ganze einmal an. Es gibt jetzt hier irgendwie gerade Barsch zum Frühstück, gedünsteter Fisch. Wer will es nicht gerne zum Frühstück essen? Ja, Ophelia, wie gesagt, ist gerade eine Runde joggen, ist währenddessen fleißig am Posten, wie sie es nun mal so macht. Ja, und wie gesagt, wir werden dann jetzt gleich einmal zusammen zur Schule gehen. Ophelia, du solltest aber vielleicht noch schnell zurückkommen und noch eine Runde duschen, weil ich glaube, so verschwitzt dir die Schule ist dann auch doof. Okay, jetzt können wir hier die Teenager wählen, mit denen wir zusammen in die Schule gehen wollen. Ophelia hat es natürlich jetzt leider nicht mehr geschafft zu duschen, was natürlich ein bisschen doof ist, weil ja, ihr ist ja das ihr öffentliches Auftreten sehr wichtig. Und wenn sie da jetzt nach dem Joggen keine Zeit mehr zum Duschen hatte, ist das natürlich ein bisschen doof. Aber ich glaube, in der Schule gibt es auch Duschen und muss sie dann vielleicht da einfach mal eine Runde duschen gehen. Okay, und wir sind das erste Mal in der Highschool, Leute, und ich liebe. Liebe so sehr, ich finde das so schön mit diesem, also ich finde auch alleine schon dieser Schulbus und so, ne, wie man es halt aus den ganzen amerikanischen Filmen kennt und so. Ich habe jetzt tatsächlich die Schule noch nicht überarbeitet. Das ist jetzt aktuell noch die Standardschule. Ich warte noch so ein bisschen, bis sehr kreative Menschen hier eventuell noch mehr Schulen in der Galerie hochgeladen haben und dann können wir mal gucken, welche Schule wir dann vielleicht hier alternativ platzieren. Jetzt erstmal bleibt die Standardschule. Ja, wenn ihr da schon irgendwie eine Idee habt, welche Schule wir da verwenden können, dann sagt mir das sehr gerne, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber wie gesagt, jetzt erstmal bleibt es bei dieser Schule. Ophelia ist jetzt gerade hier absolut, ja, also sie hat Akne bekommen, was für sie natürlich schrecklich ist, weil ihr wisst ja, ne? Isara dagegen nicht. Ihr wäre das eigentlich total egal, glaube ich, wenn sie jetzt Akne kriegen würde, aber sie ist verschont geblieben. Sie hatte anscheinend echt Glück. Ophelia wird jetzt als allererstes mal hier ein Selfie posten und wird als allererstes mal, oder hier auf, wie heißt das? Die neue App, genau. Wir werden uns mal gerade die neue App anschauen, Sozialhase. Und wird jetzt hier einmal Sozialhase öffnen, genau. Und dann können wir einmal einen neuen Post machen. Ach, genau, sie hat gestern noch ihre Hausaufgaben gemacht. Wird sie jetzt erstmal sagen, dass sie sich jetzt so freut auf die neue Schule und dass es jetzt, die Hausaufgaben sind fertig, jetzt habe ich Zeit für mich. Nein, du musst jetzt in die Schule. Also wird auf jeden Fall jetzt irgendwie gepostet haben, dass sie jetzt in der neuen Schule ist und dass es alles toll ist und dass sie es gar nicht erwarten kann, hier die neue Schule kennenzulernen und so weiter. Auf jeden Fall, ja Leute, ich bin noch ein bisschen überfordert mit den ganzen Möglichkeiten, die es jetzt neu gibt. Wir können jetzt Sims zu unserer Kontaktliste hinzufügen. Ich denke, wir werden einfach mal unsere Schwester hier hinzufügen, werden mal unsere Mutter hinzufügen, unseren Vater, unseren Halbbruder. Unsere Oma, unseren Opa und ich glaube, Ophelia fügt einfach alle zu ihren Kontakten hinzu und ihr ist das, glaube ich, völlig egal. Hauptsache, sie hat genügend Leute, die ihre Sachen anschauen. Deswegen haben wir jetzt einfach mal alle in unsere Kontaktliste aufgenommen. Ich glaube, Isara wird das nicht so machen. Ich glaube, die wird wirklich nur ausgewählte Leute hinzufügen. Ja, aber jetzt sind wir hier in der Schule. Wir haben jetzt morgendliche Freizeit, die endet in 2 Stunden. Also in 2 Stunden ist die morgendliche Freizeit zu Ende und wir müssen dann in die Schule, also zum Unterricht gehen. Aber das heißt für Ophelia, sie könnte vielleicht noch duschen gehen. Ich glaube, gibt es hier irgendwie Duschen so von der Sporthalle oder so? Ja, doch, hier gibt es Duschen. Perfekt. Das heißt, sie kann hier einmal gerade duschen gehen. Ist das eine
Frauendusche? Ne, das ist die Männerdusche. Okay, dann müssen wir hier hingehen. Genau, und danach können wir dann noch einen Gesichtsreiniger auftragen, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht besser wird hier mit unserer Akne. Hier stehen schon die ersten Leute im Flur und machen diese Teepose. Ich habe das absolut nicht verstanden, was das bedeutet. Wir können ja mal einfach hier uns kurz vorstellen, weil er sieht irgendwie so ein bisschen aus, als wäre er auf Isaras Wellenlänge. Also er hat ja hier das gleiche T-Shirt und was sie auch trägt. Das finde ich richtig cool. Wir können ja nach dieser Teeposen-Herausforderung hier fragen, was es damit auf sich hat, warum er das gerade macht, warum er hier so im Flur herumsteht. Klar ist Isara jetzt nicht die Person, die jetzt hier auf alle zugeht, aber ich denke, so sein T-Shirt wird jetzt gerade den ausschlaggebenden, wird das ausschlaggebende gewesen sein, weshalb sie dann doch auf ihn zugegangen ist, einfach mal gefragt haben, weil sie halt jetzt auch davon ausgegangen ist, dass er dann vielleicht auch sich für Computer interessiert und so, und das ist ja eigentlich immer dann ganz schön. Ist es jetzt gleich schon vorbei? Das ging ja viel zu schnell. Also T-Posen sind momentan total angesagt. Sieh bei Sozialhase nach, das Netz ist voll davon. Okay, das hat er uns jetzt gerade verraten hier. Jetzt ist unsere erste Unterrichtsstunde tatsächlich. Ophelia fühlt sich total unwohl, weil sie zu viel trainiert hat. Ja, das passt sehr gut zu ihr, dass sie jetzt einfach so ein bisschen über ihre Grenzen hinausgegangen ist, nur um eben ja möglichst gut zu sein im Sport und ihre Fitnessfähigkeit voranzubringen. Das ist unsere Lehrerin Rita Kumbis. Rita Kumbis? Keine Ahnung. Ja, Ophelia kommt hier rein mit ihrem Handy in der Hand und postet erstmal wieder irgendwas auf sozialen. Also so wie irgendwie alle. Hier sitzen alle mit ihren Handys rum. Das finde ich sehr realistisch. Wir haben Tantiemen bekommen. Ach genau, Luna ist übrigens Autorin. Sie schreibt sehr gerne Bücher, hat irgendwie jetzt gerade hier... Ach, wir kriegen jetzt neue Fähigkeiten hier. Das finde ich cool. Okay, wir haben die Archäologiefähigkeit und die salvadoranische Kulturfähigkeit erworben und die Schreibfähigkeit. Aber irgendwie hat das nur Isara bekommen, Ophelia irgendwie noch nicht. Ja, aber das, ach doch hier, Ophelia auch. Das finde ich richtig cool, Leute, dass jetzt mit der Schule auch endlich die Fähigkeiten verbessert werden. Weil das fand ich damals so blöd, weil die Teenager oder auch die Kinder sind so unnötig zur Schule gegangen. Das war einfach nur verlorene Zeit, wo man nichts anderes machen konnte. Und jetzt findet, also bekommt man wenigstens noch ein paar Fähigkeiten dafür. Also wir haben jetzt eine Sache hier von Isara. Gesundheitsunterricht. Ein allgemeines Murren geht durch den Klassenraum, als bekannt wird, dass heute der Gesundheitsunterricht stattfinden soll. Die meisten Schüler wären wohl zu Hause geblieben, wenn sie das gewusst hätten. Niemand hat Lust, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Wie peinlich. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, der Situation zu entkommen. Was bedeutet, dass Isara einen Ausweg finden oder die Sache über sich ergehen lassen muss? Also, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Isara wäre das jetzt noch egal. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt eine Ohnmacht hier vortäuschen würde. Ich glaube, dafür wäre sie dann auch viel zu sehr im Mittelpunkt, als dass, also ich, wenn sie jetzt eine Ohnmacht vortäuschen würde, würden sie ja alle angucken. Und ich glaube, das wäre ihr dann schon sehr unangenehm. Und deswegen wird sie dann einfach herkommen. Ich muss da jetzt durch und wird dann versuchen, durchzuhalten. Okay, Isara atmet tief durch und bleibt sitzen. Trotz der beschämenden Diagramme machen die Informationen den Eindruck, als könnten sie wertvoll sein eines Tages. Okay, also war das jetzt, glaube ich, gar nicht so schlecht, was wir hier gemacht haben. Ja, aber finde ich süß, dass dann hier auch noch so ein paar Auswahlmöglichkeiten dann eben kommen, wenn man dann hier in der Klasse sitzt. Und ja, ist das jetzt hier Gesundheitsunterricht gerade, ja? Ich glaube, man kann doch auch hier irgendwie den Kursplan anschauen. Okay, es ist Dienstag. Da haben wir Gesellschaftslehre und nachmittags haben wir dann Deutsch. Okay, beides verbessert wohl die Schreibfähigkeit. Also wie gesagt, Leute, ich finde das echt cool. Ich finde das wirklich cool, dass hier die Fähigkeiten jetzt verbessert werden. Tatsächlich sogar mehrere Fähigkeiten. Also da macht tatsächlich dann die Schule endlich mal Sinn bei Sims. Und das finde ich richtig toll. Das finde ich wirklich richtig toll. Ja, weil dann macht es wirklich auch Sinn, sich mit den Sachen zu beschäftigen und so und hier hinzugehen. Ach, okay, das war's schon. Das war's schon mit dem ersten Unterricht. Das heißt, wir haben jetzt Mittagspause und das bedeutet, ich glaube, wir werden jetzt mal hier so ein bisschen uns mit Leuten anfreunden. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt noch niemanden gesehen, wo ich jetzt sagen würde, okay, wow, das ist jetzt jemand, mit dem Ophelia sich anfreunden würde. Aber das hier ist ja zum Beispiel jetzt ihr Sitznachbar, Sydney Price. Und mit dem kann sie jetzt einfach, sie kann sich ja einfach freundlich vorstellen und sagen, hi, ich bin neu hier in der Schule. Sie würde, glaube ich, einfach mal jeden anquatschen. Aber ich habe jetzt wirklich noch nicht so Leute gefunden, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt
sind jetzt Leute, mit denen die zwei sich super gut verstehen würden. Warum sind die alle so niedergeschlagen? Die gehen hier total mit gesenktem Kopf durch die Gegend. Ja, wir werden jetzt uns in der Cafeteria, glaube ich, hier mal irgendwie was zu essen nehmen. Ophelia quatscht jetzt hier gleich mal Sydney an. Ich weiß nicht, wer war das denn mit dem? Ah ja, okay, Ophelia, Isara ist jetzt total angespannt, weil sie das überhaupt nicht mag, hier so in der Umgebung von vielen, vielen Leuten zu sein. Ich weiß nicht, ist denn hier irgendjemand, mit dem wir uns mal unterhalten könnten, der alleine ist? Hier Molly zum Beispiel. Molly hat irgendwie auch dieses T-Shirt an. Irgendwie tragen heute alle dieses Computer-T-Shirt. Das ist, finde ich, irgendwie total witzig. Genau, wir müssen uns ja auch noch einen Spind aussuchen. Genau, wir können ja so tun, als würde Isara sich jetzt hier ihren Spind suchen und würde dann eben Molly treffen und würde sie mal so ein bisschen fragen, ob Molly schon irgendwie eine Ahnung hat, wie das hier alles läuft, ob sie schon länger in der Schule ist und so. Aber irgendwie scheinen die beiden sich auch nicht. Wobei doch. Isaras erster Eindruck von Molly ist, dieser Sim scheint eine Person mit gutem Geschmack und Wissen zu sein. Und Molly scheint aber, glaube ich, Isara nicht so toll zu finden. Ich habe übrigens, Leute, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel Spoiler, aber ich habe übrigens eingestellt, dass Isara sich noch nicht so ganz sicher ist, ob sie auf Männer oder Frauen steht. Das fände ich total cool, wenn wir auch mal so eine Story hätten. Das hatten wir bisher noch nie in meinen Let's Plays. Bei Ophelia habe ich allerdings eingestellt, dass sie auf Männer steht, weil ich finde so zu Ophelia, das klingt immer so doof, aber ich finde, das passt irgendwie am besten zu ihr. Bei Isara könnte ich mir aber vorstellen, dass sie, ja, dass sie vielleicht auch Interesse an Frauen hat. Ich weiß es nicht. Das wäre natürlich jetzt richtig süß gewesen, wenn sie jetzt hier direkt Molly toll gefunden hätte, aber dem ist nicht so. Wir werden uns jetzt mal hier einen Spind aussuchen. Ach genau, und wir müssen uns ja auch noch für eine außerschulische Aktivität eintragen. Ich weiß gar nicht, das ist einfach so viel. Der erste Part ist immer ein bisschen chaotisch. In den nächsten Parts wird es ganz bestimmt besser. Ophelia, sitzt du jetzt immer noch hier in dem Klassenraum? Warum? Du musst doch hier die Leute kennenlernen. Du solltest doch Sydney. Ach so, du hast auch mit Sydney geredet, okay. Oh, Leute, wie süß. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen, dass das jetzt eben kam. Ist das nicht so, dass das hier eigentlich auch angezeigt wird? Also sie hat jetzt tatsächlich hier Sydney gegenüber bereits den Eindruck Schwarm. Es fühlt sich auf den ersten Blick an wie Liebe. Oder wirklich? Vielleicht auch nicht. Unwiderstehlich? Ja, so ziemlich. Also das finde ich richtig süß. Und also sie mag Sydney. Jetzt würde ich mal gerne gucken, was der First Impression Mod gesagt hat, wie Sydney sie findet. Stark gesinnt. Oh Leute, das ist doch richtig süß, oder? Das finde ich süß. Also sie hat jetzt tatsächlich hier ihren ersten Schwarm. Das finde ich total süß, dass Ophelia jetzt hier ihren ersten Schwarm hat. Das ging richtig schnell. Die erste Person, die sie kennengelernt hat und dann direkt ein Schwarm. Ich glaube, sie sollte aber jetzt hier auch noch mal ein paar andere Leute anquatschen. Vielleicht hier noch Savannah. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt auch gleich mal gucken, dass wir mit diesen außerschulischen Aktivitäten uns das Ganze mal anschauen. Genau. An außerschulischer Aktivität teilnehmen und du auch. Ja, Isara hat sich jetzt, glaube ich, hier gerade ihren Spind gesichert. Für Prüfung pauken. Ja, okay, das passt zu Isara. So, ich denke, Isara wird dem Computerteam beitreten, weil ich glaube, das ist halt einfach wirklich genau das, was sie toll findet. Hol deine RGB-Tastatur raus und schließe dich dem Computerteam der Highschool an. Sammle Erfahrungen im Programmieren, bla bla bla. Das sind genau die Sachen, die Isara sehr gerne macht. So, das heißt, wir haben montags, dienstags und donnerstags eine Versammlung oder so. Gehe ich mal von aus, nach der Schule. Wie gesagt, Leute, für mich ist das jetzt das erste Mal, dass ich das Spiel. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das jetzt alles läuft. 3 Tage bis zur Aktivität. Oh, das ist schade. Okay, also heute anscheinend dann noch nicht. In 3 Tagen ist dann das erste Mal so eine Versammlung. Aber wir können für Ophelia jetzt gleich. Ah, okay. Hier, Savannah hat nicht so einen guten Eindruck von Ophelia. Aber das ist eben die First Impression Mod. Die macht das ziemlich zufällig, beziehungsweise orientiert sich da, glaube ich, auch so ein bisschen an den Merkmalen des Sims. Ja, aber der erste Eindruck muss ja nicht immer unbedingt stimmen. So, jetzt haben wir hier den Cheerleader-Team-Mitglied für die außerschulische Aktivität. Das werden wir jetzt für Ophelia einmal wählen. Ob das dann für immer so bleibt, müssen wir mal gucken. Aber ich denke, dass das jetzt erstmal so ganz gut ist. Wenn wir dann nachher merken, dass es das zu den Mädels doch nicht passt, dann können wir ja auch aus den Clubs wieder rausgehen, aber das passt einfach so gut zu Ophelia, dass sie jetzt hier mittendrin sitzt, ne? Sie hat sich jetzt hier wirklich mitten reingesetzt, was halt Isara niemals tun würde, weil sie jetzt einfach viel zu viele Menschen sind. Aber sie quatscht jetzt hier einfach mal mit jedem. Sie wird sich jetzt einfach mal hier bei jedem freundlich vorstellen, dass sie einfach so viele Kontakte wie möglich hat. Moment. Ophelia ist total verknallt in Savannah. Ich habe eigentlich eingestellt, dass sie nur Männer mag. Aber das ist natürlich jetzt eine interessante Wendung. Wir nehmen natürlich auch immer das an, was das Spiel uns gibt. Ich fände es natürlich auch richtig süß. Leute, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Dass Ophelia
heimlich halt in Savannah verknallt ist, aber weil sie das einfach nicht möchte, weil sie findet, dass das so ihr Ruf, also dass das nicht so das ist, was sie verkörpern möchte, dass sie diese Gefühle so ein bisschen unterdrückt und das deswegen einfach nicht so richtig zugibt, dass sie halt in Savannah verknallt ist, was richtig süß ist, aber sie will das halt einfach nicht so zugeben, weil sie halt einfach immer so, ja, dieses normale Hetero-Girl sein möchte, so. Also ihr wisst hoffentlich, wie ich das meine, ne? Aber das finde ich süß, wenn sie dann so heimlich in Savannah verliebt wäre, aber das einfach nicht zugeben möchte. Ja, Isara hat jetzt hier auch irgendwie so ein paar Leute kennengelernt, aber das war jetzt nicht so richtig, also mit Molly, das war irgendwie auch nicht so richtig. Jacob, ist das nicht ein Werwolf? Ach, Teamkamerad Computer, cool. Jacob Wolkoff hier aus dem Werwolf-Pack ist ein Computer-Team-Mitglied. Das finde ich auch süß. Ist sie hier Brayley? Brayley ist auch im Computerclub. Ja, okay, dann können wir uns ja vielleicht mit den Leuten, bei denen wir jetzt wissen, dass die bei uns im Computerclub sind. Warum rivalisierende Sims? Diese Sims sind rivalisierende Highschool-Teams. Der Wettbewerb ist hart. Aha, okay. Aber dann können wir uns ja auf jeden Fall jetzt mit den Sims, die bei uns im Computerteam sind, schon mal ganz gut anfreunden. Das fände ich richtig cool, dass Isara dann vielleicht auch so eine kleine Freundesgruppe hat. Vielleicht mit Brayley und Jacob. Das fände ich irgendwie richtig süß, wenn die drei dann halt so eine gute Freundesgruppe werden, weil Isara braucht nicht viele Freunde. Und ich denke, wenn sie dann so zwei hat, auf die sie sich immer verlassen kann, das würde halt richtig gut zu ihr passen. So, wir haben jetzt hier, was haben wir nochmal für einen Unterricht? Ich habe schon wieder vergessen. Nachmittags Deutsch. Okay, das verbessert unsere Schreibfähigkeit. Müssen wir mal gucken. Ja, doch. Okay, das tatsächlich wirkt sich das, glaube ich, auch schon so ein bisschen darauf aus, dass wir hier ein bisschen leveln. Leute, wie gesagt, ich finde es richtig toll. Ich habe übrigens gesehen, also wir haben ja jetzt hier am Freitag schon Prüfungen und theoretisch am Samstag den Abschlussball, glaube ich, oder? Okay, ich sehe den Abschlussball jetzt tatsächlich gerade gar nicht im Kalender drin. Aber ich fände es halt eigentlich ganz cool, wenn wir jetzt nicht nur eine Woche hier in der Highschool wären, sondern wenn wir wirklich mindestens mal 2 Wochen hier uns das Ganze anschauen. Vielleicht sogar noch länger. Wir müssen mal gucken, wie lange dieses Let's Play läuft. Also ich denke, das wird jetzt kein allzu langes Let's Play, weil wir halt jetzt nur mit den Mädels hier in der Schule sind. Aber ich wollte mir auf jeden Fall dieses Pack mal mit euch zusammen angucken. Und deswegen, ja, ein extra Let's Play dafür. Aber wie gesagt, deswegen vermutlich nicht so lange. Also wir haben jetzt relativ erfolgreich hier an unserem Schultag teilgenommen. Das finde ich richtig cool. Wir sind tatsächlich dann auch für heute fertig. Die Lehrer haben die Hausaufgaben eingesammelt und die Schüler entlassen. Ein paar Sims hängen noch herum, aber jedem steht es frei, nach Hause zu gehen. Nach der Überprüfung der Hausaufgaben und unter Berücksichtigung der Beteiligung am Unterricht wurde folgende Ergebnisse ermittelt. Ophelia hat heute gute Arbeit geleistet und gute Noten bekommen. Isara hat ihre Lehrer beeindruckt und heute eine Menge gelernt. Okay, das ist schön. Ah, okay, also doch. Doch, der Abschlussball. Also das fände ich halt dann jetzt ein bisschen doof, wenn wir direkt zum Abschlussball gehen nach unserer ersten Woche Schule, weil wir halt ja noch keinen Abschluss haben. Deswegen bin ich halt echt am Überlegen, ob wir einfach diesen Abschlussball ignorieren, weil soweit ich weiß, muss man da nicht hingehen. Und sagen, wir gehen wirklich nur zu unserem Abschlussball, wenn wir dann wirklich auch Abschluss haben. Weil irgendwie fände ich es ein bisschen doof, wenn wir jetzt einfach jeden Samstag zu einem Abschlussball gehen, den wir eigentlich gar nicht haben, weil wir halt noch zur Schule gehen. Ja, deswegen. Also da, wie gesagt, schreibt mir da aber sehr gerne alles in die Kommentare generell. Alle eure Wünsche, alle eure Vorstellungen, was ihr so denkt, wie wir das Ganze machen. Ich kann mir vorstellen, es ist zwar jetzt kein Cheerleader-Treff hier. Ich muss mal gerade gucken, wer war jetzt mit Isara zusammen Cheerleader? Savannah, ne? Nee, Savannah nicht. Das ist so süß hier mit der Schwärmerei. Ich finde das so süß. Ich habe das halt auch nicht so eingestellt. Deswegen finde ich es halt so witzig, dass sie jetzt hier für Savannah schwärmt. Aber wie gesagt, wir nehmen das, was das Spiel uns gibt. Wer ist denn Sydney? Ist, glaube ich, in ihrem Cheerleader-Dings. Warum sehen wir das nicht? Hier, sie. Michelle K.E.L.O.H. Ich habe, Leute, noch keine Teenager oder so erstellt für dieses Let's Play, weil ich gedacht habe, wir nehmen lieber einfach die Sims, die hier in der Highschool jetzt erscheinen und stylen die dann um. Das würde ich zum Beispiel mit Michelle jetzt machen, weil ich glaube, sie ist ein random Sim. Oder halt irgendwie jemand, der halt schon seit Generationen in diesem Spiel lebt und aber deswegen halt ein bisschen zusammengewürfelt aussieht. Deswegen würde ich dann tatsächlich die Sims, die jetzt hier sind und mit denen wir viel Kontakt haben, würde ich dann eben entsprechend umstylen, sodass das dann eben alles passt. So, dann haben wir hier noch Kate. Wow, Kate sieht toll aus. Kate können wir auch dann, ich weiß nicht, ist Kate hier? Wir können ja Kate und Michelle vielleicht einfach mal einladen, dass sie vielleicht nochmal vorbeikommen und dann können wir ja mal sagen, so wie wir, also dass Ophelia die jetzt einlädt und dann eben sagt, oh, ich würde so gerne jetzt einfach hier schon mal die ersten Übungen zum Cheerleaden machen. Ihr macht das schon was länger, könnt ihr mir vielleicht ja so ein paar Tipps geben und so. Ja, und hier ist Kate schon.
Und Kate ist richtig, richtig hübsch. So, und Michelle ist jetzt auch hier. Okay, die haben jetzt beide hier ihre Bikini-Oberteile an. Das ist natürlich ein spannendes Outfit, aber es ist natürlich auch ziemlich heiß. Es ist Sommer und ich denke, deswegen haben die zwei das jetzt einfach angezogen. Okay, wir können mit den beiden nämlich dann jetzt wirklich mal hier zusammen eine Cheerleader-Choreografie, wie auch immer, aufführen. Und Ophelia kann sich dann direkt auch mal mit den beiden ein bisschen anfreunden. Das fände ich richtig schön. Okay, die Mädels sind jetzt hier auf der Cheerleader-Matte. Ophelia geht es nicht so gut, weil sie ziemlich Hunger hat. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber wir werden jetzt noch ganz schnell uns hier einmal angucken, wie die drei jetzt hier zusammen eine Cheerleader-Choreografie aufführen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Fitnessfähigkeit von den allen ist. Ich finde es übrigens richtig cool, dass das keine eigene Fähigkeit ist, sondern dass das eben über die Fitnessfähigkeit läuft, weil das ist ja eigentlich auch relativ realistisch, ne? Dass wenn man halt körperlich fitter ist, dass das dann halt irgendwie ein bisschen leichter ist. Ich finde es richtig cool, wie die hier am Tanzen sind. Ich finde das toll. Das passt richtig gut zu Ophelia. Und nachher wird sie auf jeden Fall auf Sozialhase dann einmal hier posten. Vielleicht kann, ich weiß nicht, kann man ein Selfie mit drei Leuten machen? Ich glaube, ein Selfie kann man immer nur mit zwei Leuten machen, ne? Ja, aber auf jeden Fall wird sie jetzt gleich noch hier mit ihren Mädels mal ein Selfie machen. Und ja, also das wird so Ophelias Leben. Genau da sehe ich sie. Und sie ist jetzt auch gerade total inspiriert, weil sie jetzt hier das Gefühl hat, Teamgeist. Wie gesagt, machen wir mal ganz kurz ein Selfie, weil wir haben ja auch eine neue Funktion hier. Wir werden mal mit Kate zusammen ein Selfie machen. Die Selfie-Kamera ist ja so ein bisschen überarbeitet worden, was ich auch richtig cool finde, weil das halt einfach so gut zu diesem ganzen Teenager-Ding passt. Jetzt hat Ophelia natürlich leider hier ihre Akne, was natürlich ein bisschen blöd ist. Ich weiß, ich könnte mir hier entspannt. Was passt denn jetzt gut hier? Glücklich, oder? Ich finde, glücklich passt gut. Okay, jetzt machen die ein bisschen Blödsinn. Das ist ein schönes Bild. Wir machen direkt mal ein paar, weil man weiß ja nie. Die haben ja oft auch ihren Finger dann vor dem Abzug. Aber hier sind anscheinend echt. Okay, ich glaube, alle sind gut geworden. Ja, alle sind gut geworden. Wunderbar. So, jetzt machst du noch ein Bild mit Michelle. Süß. Okay, nachdenklich vielleicht. Oder ich mach mal hier zufällig. Wir gucken uns einfach mal an, was da so kommt. Das ist auch ein sehr cooles Bild. Okay, das können wir mal machen. Natürlich ist der Bildausschnitt immer noch relativ klein hier. Also ich würde gerne noch so ein bisschen weiter hier zur Seite und so. Aber man muss ja auch bedenken, die halten das ja in der Hand. Und ich meine, der Arm ist ja auch nicht unendlich lang. Deswegen, ja, ist das schon relativ realistisch so. Da sind so witzige Posen dabei, Leute. Da sind so witzige Posen dabei. Machen wir das hier noch und dann. So, Leute, ich denke aber, ich sehe gerade, wie lange ich schon aufnehme. Ich werde den Part an der Stelle dann jetzt beenden. Mir hat unser erster Tag in der Highschool auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß gemacht. Es gibt so viele Sachen, die wir jetzt noch erkunden können. Wir können jetzt mal die Geschichte mit Ophelia und Savannah weiter durchdenken. Ihr könnt mir mal eure Ideen in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie Ophelia jetzt mit dieser plötzlichen Schwärmerei für Savannah umgeht. Ob sie da dem nachgibt oder ob sie vielleicht doch das Ganze so ein bisschen verheimlicht und das nicht wahrhaben will, dass sie sich vielleicht dann eher an Sydney hält, den sie ja auch ziemlich cool findet. Ja, ihr könnt mir da mal eure Ideen in die Kommentare schreiben. Auch zu Isara und so, wie wir das Ganze jetzt machen mit ihrer, ja, dass sie doch eher lieber alleine ist. Für sie ist das natürlich jetzt super schwierig hier in der Highschool. Ob ihr denkt, dass da die zwei Freunde eine gute Idee wären oder ob das schon zu viel ist. Ja, wie gesagt, schreibt mir da alle eure Gedanken in die Kommentare. Und ich freue mich sehr auf das nächste Video, denn dieses Let's Play macht mir jetzt schon super viel Spaß. Genau, ich glaube, mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ich wünsche euch dann jetzt bis zu meinem nächsten Part noch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns bis dann. Tschüss!